Du willst wissen, wie man erfolgreich auf Flussbarsche im See, also Stillgewässer, vom Ufer aus angelt? Du willst die besten Techniken, Montagen und Köder kennen, sowohl aktiv als auch passiv? Dann solltest du dir dieses Video hier anschauen. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Wir haben Frühsommer, Anfang Juni, Raubfischsaison ist eröffnet. Und wir wollen es heute hier an einem Stausee vom Ufer aus auf Barsche probieren. Dazu möchte ich zum einen passive Techniken zeigen, heißt Köderfisch, Spirulino, Grund, aber auch aktive Techniken mit der Spinnrute. Und ja, denn im Grunde genommen, ihr wisst wie es ist, ein guter Angler beherrscht verschiedene Techniken und kann dann am Wasser improvisieren und immer das machen, was gerade gebraucht wird. Bevor wir jetzt aber direkt loslegen, wie immer, bevor ich auf die wichtigsten Punkte eingehe, zuallererst ein ganz kurzer Steckbrief zum Flussbarsch. Denn ihr wisst, wer den Fisch kennt, der fängt. Nahrung. Von was ernähren sich Barsche, Flussbarsche normalerweise? Flussbarsche ernähren sich carnivor, das heißt zum einen von wirbellosen Tieren, das heißt Würmer, Insekten, Krebstiere, aber auch von anderen Kleinfischen, wie zum Beispiel Rotaugen etc. Also verschiedenste Kleinfische, Fischbrut, Fischleich. Und Barsche, ist ganz besonders zu wissen, sind ja Kannibalen. Das heißt, gerade ab dem vierten Lebensjahr fangen Barsche mit einer sehr, sehr hohen Vorliebe an, ihre eigenen Artgenossen zu fressen. Und das hilft uns natürlich nachher auch bei der Köderwahl. Ansonsten von der Lebensweise her, es gibt Flussbarsche, die vor allem die Jüngeren, also die Jungtiere, die im Schwarm leben. Und die größeren Exemplare, so 30, 40 cm aufwärts, ab 40 cm ist schon wirklich ein kapitaler Fisch. Die werden bis zu 60 cm groß hier in Deutschland. Und die größeren stehen meistens ein bisschen weiter außerhalb, aber auch ganz gerne mal unterhalb des kleineren Barschwarms oder außerhalb. Kommt immer drauf an. Manchmal stehen die aber auch mittendrin. So viel zum Thema Steckbrief des Barsches. Das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. Und ganz wichtig ist eben, die richtigen Stellen zuallererst mal rauszufinden. Punkt Nummer 1 ist die richtige Stellenwahl. Wie immer, Pareto-Prinzip, 80% der Fische halten sich an 20% der Wasserfläche auf. Und diese 20% müssen wir finden. Gerade an einem See wie diesem hier, so einem Stausee. Hier haben wir ein sehr oligotrophes Gewässer. Das heißt, wir haben hier relativ wenig Biomasse im Wasser, das heißt, wir haben sehr, sehr harten Grund, kiesigen Grund, wir haben wenig Wasserpflanzen, wir haben sehr klares Wasser, wir haben sehr wenig Struktur in diesem Gewässer, wie das meistens in Stauseen ist. Die sind meistens wie eine Badewanne aufgebaut. Und gerade hier ist das Wichtigste, zuallererst einmal gute Standplätze zu finden, also Struktur. Barsche lieben Struktur, weil die sich ganz gerne verstecken. Das heißt, das Erste, was ich immer mache oder was ich dir als Tipp mitgeben kann, ist Google Maps anschauen im Vorfeld und genau gucken, wo haben wir Stege, wo liegen Boote oder wo fahren auch größere Boote mal ab. Dann, wo haben wir Flachwasserbereiche, wo haben wir Uferbewuchs, wo haben wir Schilfkanten. Dann macht es Sinn zu googeln oder im Angelladen zu fragen, ob es generell irgendwo bekannt ist, wo es Barschberge, also Unterwasserberge, Struktur gibt oder starke Kanten. Da stehen die Barsche auch ganz gerne. Und was auch immer hilft, sind Gewässerkarten. Ja? Da einfach mal drauf zu schauen. Und ansonsten, wie gesagt, sind die Barsche natürlich als Raubfisch dort, wo auch die ganzen Beutefische sind, da wo wir viel Nahrung haben. Wenn wir die richtigen Stellen identifiziert haben, so wie hier an einem Steg, an der Kante, und wir glauben dort, dass dort auch die Kleinfische sind, denn gerade im Frühsommer gehen die Barsche, wie gesagt, genau dorthin, wo die ganzen Weißfische abgeleicht haben, weil zum einen fressen sie leicht der Weißfische, zum anderen stellen sie sich natürlich auf die Beute, die Jungfische, die ganz kleine Brut ein. Und wenn wir die gefunden haben, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Stelle. Jetzt Punkt Nummer 2, die richtige Angelzeit. Wann ist die? Idealerweise ist es natürlich hier, gerade im Frühsommer, die beste Zeit ist früh morgens und ja, in der Abenddämmerung. Warum? Weil dann die ganzen Weißfische auch in Ufernähe kommen, fressen die ganzen Mücken, Insekten von der Oberfläche weg. Und das nutzen die Barsche natürlich aus und ja, sind dann auch aktiv. Gleichwohl kann man sagen, dass man Barsche relativ gut den ganzen Tag überfangen kann. Wir sind jetzt auch hier, wir haben jetzt mittags 14.20 Uhr und ich bin mir sicher, dass wir hier trotzdem gleich, trotz der verhältnismäßig schlechten Tageszeit, gut fangen werden.
Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 3, nämlich was für eine Ausrüstung brauchst du überhaupt? Und das ist relativ easy, ich habe hier schon was vorbereitet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Als Anfänger braucht man eigentlich gar nicht so viel. Im Grunde genommen kommt man mit einer Kombo aus. Am besten ist natürlich, wenn man es jetzt aktiv mit der Spinnrute machen möchte, ist eine kurze Spinnrute um die 2,10 Meter bis 2,40 Meter vom Ufer aus. Ein Wurfgewicht bis um die 20 Gramm, 5 bis 20 Gramm. Als Rolle würde ich empfehlen, eine 2 bis 3000er Spinnrolle zu nehmen. Mit einer geflochtenen Schnur 0,8 bis 0,12 mm ist optimal. Hier haben wir jetzt eine 0,8er mit drauf. Das ist eine 1500er Größe. Dann braucht ihr Vorfachmaterial. Dann nehmt ihr Fluorcarbon, idealerweise 0,18 bis 0,25 mm. Das ist davon abhängig, das Vorfachmaterial, ob in dem Gewässer auch Hechte, Zander etc. vorkommen. Wenn jetzt hier stark die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier auch Hechte fangen können, dann würde ich sogar dünnes Stahlvorfach empfehlen. Ja, das heißt, 7x7 ist ein sehr weiches Stahlvorfachgeflecht in der Tragkraft von 5 bis 8 Kilo in etwa. Das funktioniert auch wunderbar. Ansonsten braucht ihr immer ein paar kleine Wirbel. Zeige ich mal ganz kurz. Immer eine Box mit verschiedenen Größen dabei, relativ klein, kleine Snaps. Und zu den Ködern und den einzelnen Montagen kommen wir gleich. Das ist also die Kombo fürs aktive Fischen. Diese Rute kann man auch wunderbar zum Forellenangeln am Bach verwenden. Die kann man wunderbar zum normalen Forellenfischen verwenden. Also ist ja eine Allzweckwaffe. Wenn du jetzt aber nicht direkt eine neue Spinnrute kaufen möchtest, dann kannst du auch deine Forellenkombo, Forellenseekombo nehmen. Oder du kannst zum Beispiel, wie ich das hier mache, eine Fiederrute nehmen. Die ist jetzt 3,30 Meter lang. Ist eine ganz leichte Fiederrute mit einer sehr weichen Spitze. Hier ist eine 2500er Rolle drauf, ebenfalls eine 0,10er geflochtene. Und das ist so meine passive Route. Hier kann ich zum Beispiel eine Pose dran packen und dann mit Tauwurm oder Köderfisch oder aber auch mit einem Spirulino und Tauwurm angeln. Dazu kommen wir gleich aber im nächsten Punkt bei den Montagen und bei den besten Ködern. Also, du siehst, du brauchst nicht viel. Hauptsache leichtes Gerät, damit wir filigran angeln können. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die verschiedenen Montagen und die dazu passenden Köder. Ich unterteile immer in aktiv und passiv. Fürs aktive Fischen habe ich eben schon vorgestellt, eine leichte Spinnrute. Und hier ist jetzt das Wichtigste, zuallererst einmal die Barsche zu finden. Vor allem, wenn wir in einem neuen Gewässer sind. Und das kann man so machen, indem man sich jetzt wie hier an einem Steg zuallererst mal zum Beispiel einen kleinen Gummifisch drauf macht. Ja? Ich habe jetzt hier eine 0,18 mm Fluorcarbon, einen ganz kleinen Snap, einen 7 Gramm, ja, sogar nur einen 2 Gramm Jigkopf und so einen ganz kleinen Gummifisch, der hat so 5 cm. Und hiermit werfe ich jetzt erstmal hier den Bereich fächerartig ab. Wenn ich dort nichts fange, wenn die Fische nicht so am Grund sind, dann ist meine zweitliebste Waffe und Technik das Crankbait-Fischen, das heißt kleine Wobbler, dickbauchige Wobbler, die eine sehr stark vibrierende Aktion haben. Die muss man einfach nur durchs Wasser einleiern, einfach langsam, kontinuierlich. Die fangen eigentlich immer sehr, sehr gut, so kleine Modelle hier, sieht man sie? In tieflaufend, aber auch mit einer flachlaufenden Schaufel. Und wie immer, man muss schauen, gerade an so klaren Gewässern, aber generell überall, dass man idealerweise mit natürlichen Köderfarben anfängt. Das ist so mein Tipp, weil Barsche sind Augenräuber. Und das heißt, ich habe hier relativ dunkle, neutrale Farben drin. Und man muss gucken, was ist der Hauptspeisefisch drin? Also was ist die Hauptkleinfischart? Und hier in dem Gewässer ist es sogar, dass hier am meisten Barsche drin vorkommen. Deswegen habe ich halt viel Köder im Barschdesign. Ja, weil, wie gesagt, Barsche Kannibalen sind. Ansonsten Weißfischdesign, aber alles natürliche Farben. Das kann man wunderbar machen. So kann man auch die oberen Schichten abziehen. Wie gesagt, ansonsten, was auch immer gut geht, ist ein kleiner Einer oder Zweier Spinner. Zum Beispiel so einer hier von Maps. Ja, auch einfach nur durchs Wasser leiern, das funktioniert auch klasse. Das ist das aktive Fischen. Man kann natürlich hier noch mit dem Drachkowitsch-System, man kann mit dem Carolina-Rig, Texas-Rig und so weiter. Aber dieses Video soll ja jetzt auch nicht alle Situationen abdecken, sondern einfach nur, wenn man wirklich mal seinen ersten Flussbarsch fangen will, wie man da vorgeht. Und da sollte man einfach nur ein paar kleine Gummifische, Naturköder-Design, ein paar kleine Crankbaits, Crankbait-Wobbler dabei haben. Und parallel fische ich immer noch ganz gerne mit einer passiven Route, wie hier. Da habe ich entweder eine Schlepppose drauf, wie hier jetzt, eine 2 Gramm Schlepppose, einfach nur ein Bleichrot,
ein Dreifachwirbelsug, ganz klassische Forellenseemontage auch. Und dann mache ich mir hier einen ganz normalen Forellenhaken dran, 018er Vorfach. Hier habe ich jetzt einen Köderfischhaken und eine Made dran. Die lege ich mir jetzt erstmal aus, weil ich will mir ein paar Köderfische fangen. Zack, parallel, um zu gucken, ob wir ein paar Köfis kriegen. Weil, das ist nämlich dann die nächste Montage, wenn wir ein paar Köfis haben, zum Beispiel kleine Barsche wie hier, kann man sich eine Köderfischmontage machen, einfach eine ganz normale Durchlaufpose, entsprechend Blei, hechtsicheres, barschsicheres Vorfachmaterial und dann kann man hier zum Beispiel hier einen kleinen Barsch dranhängen. Sowas ist ein optimaler Köder für einen 40er oder 50er Barsch und Einzelhaken einfach durch den Rücken, die Schwimmblase durchstochen, dass der auch nicht auftreibt unter Wasser oder auf dem Rücken liegt, sondern schön natürlich durchs Wasser treibt. Das ist also die nächste Montage. Oder aber, worauf wir eben auch direkt schon einen Barsch gefangen haben, was sehr, sehr gut funktioniert, wenn man jetzt keine Lust auf Köderfische oder so hat, dass man sich einfach, wie am Forellensee, eine Spirulino-Montage macht. Spirulino, langsam sinkend idealerweise. 2 Meter Vorfach, wie am Forellensee. Und dann Tauwürmer oder Mistwürmer dabei hat oder Dendrobena-Würmer. Einfach einen Wurm drauf und das ganz normal langsam durchs Wasser einziehen. Funktioniert an manchen Tagen wesentlich besser hier, weil es Naturköder sind. So viel dazu. Also fassen wir nochmal zusammen. Aktiv fange ich mit einem kleinen Gummifisch an, Wobbler, passiv Pose oder Spirulino und Tauwurm. Ja. Und wenn wir jetzt einen Köderfisch fangen, dann mache ich mir den auch mal drauf, gerade für dickere Barsche. Wenn das mit den Köfis nicht klappt, werde ich hier eine mit Tauwurm rauslegen. Und jetzt fange ich allererst mal an, weil ich mag es am liebsten, aktiv meine Fische zu fangen mit einem Gummifisch. Das macht mir am meisten Spaß und deswegen fischen wir jetzt erstmal hier ab. Und wenn wir hier jetzt keine Fische finden, dann gehen wir weiter. Dann probieren wir die nächsten Stellen. So, und jetzt für Anfänger, die noch nicht so wirklich lange angeln, ist das Gummifischangeln nicht die einfachste Technik. Weil hier muss man wirklich guten Kontakt, gerade wenn man den über den Grund schicken lässt oder faulenzt, muss man ein bisschen Gefühl haben. Ah, da war der erste Biss schon. Ganz wichtig, immer vorsichtig mit dem Kiemdorn, dass man sich da nicht sticht. Ich hätte einen Gummifisch schön genommen, bisschen klein, daher darf der auch wieder schwimmen. Auf kleinen Gummi, schön. So, hier sind gerade ein bisschen besserer Barsch eingestiegen. Der kam direkt hinterher und hat den dann hier unter der Oberfläche genommen. Ah, der sieht schon was besser aus. Oh, fuck, weg ist er. So, das passiert auch mal. Den wollte ich einfach nur kurz mit der Hand landen, weil der auch jetzt noch nicht so massig war. Aber der hatte schon seine 25. So, Freunde, jetzt haben wir den ultimativen Steg gefunden. Alles voll mit Weißfisch. Zwischendurch sieht man ein paar dickere Barsche. Genau das wollen wir haben. Gerade ist hier wieder ein richtig fetter Barsch reingeschossen und hier wird es gleich richtig knallen, Freunde, ich sag's euch. Also Leute, fuck, der nächste Biss, Freunde. Schöner Barsch. Der nächste kleine schöne Barsch, wieder auf Köfi an der Pose, hinter der Kante. Hier vorne beißen nicht, aber hinten an der Kante, da stehen die Barsche. So 5 bis 10 Meter weiter draußen. Also toter Köderfisch an der Pose, knapp über Grund ist heute der Köder schlechthin. Jawohl, der nächste Biss. Das ist unglaublich, was hier gerade abgeht. Muss man das schon ein bisschen länger schütteln?
Blick. Wieder kein Gemüse, aber ein schöner Fisch. Also definitiv ist nur so eine Schule von der Größe unterwegs. Zwischendurch waren immer wieder ein paar größere zu sehen. Ne? Das war übrigens heute nur ein kleiner Einblick ins Barschangeln. Das war ja wirklich nur vom Ufer, Stausee mit ein paar Techniken. Es geht noch viel, viel mehr und es geht teilweise auch noch viel, viel besser. Und falls du wirklich mehr über das Raubfischangeln wissen willst, falls du wissen willst, wie man Barsch erfolgreich angelt, wie man Zander erfolgreich angelt, dafür haben wir die Fishing King University vor kurzem veröffentlicht. Nach über 1,5 Jahren Arbeit im Hintergrund, ohne dass da jemand was in der Öffentlichkeit von mitgekriegt hat. Ich packe einfach mal einen Link in die Videobeschreibung, guckt euch das mal an. Da gibt es mehrere Videos kostenfrei. Das ist eine ganz besondere Video-Coaching-Serie. Schaut einfach mal selber rein. Wir beenden das Ganze jetzt hier an der Stelle. Wir sind klitschenass. Wir haben noch ein paar schöne Barsche gefangen. War kein Riese dabei. Aber trotzdem, es hat funktioniert. Wir haben zum Anfang, wie gesagt, auf Gummifisch gefangen. Nachher ging gar nichts mehr auf Gummifisch hier unten an den Stegen, obwohl alles voll mit Weißfisch war. Wir haben ein paar Nachläufer gehabt von Barschen und Zandern. Und als wir dann den Schlüssel rausgefunden hatten, nämlich die Köderfische direkt hinter der Kante am Steg zu präsentieren, hat es 5 bis 10 Minuten gedauert, da hat dann schon der nächste Barsch gebissen. Es waren, wie gesagt, keine Riesen, aber es hat geklappt. Das heißt, Fazit für alle Anfänger unter euch: Probiert es erstmal aus mit Köderfisch, holt euch ein paar kleine Wobbler, ein paar kleine Gummifische und dann wird das Ganze schon klappen. Oder wie gesagt, probiert es auch mal mit Tauwurm an der Pose. Wir machen es jetzt auf dem Weg wieder nach Hause und werden erstmal frische Klamotten anziehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut, Leute. Euer Hubertus von Fishing King. Ciao.